Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Starclass Squad. Und in diesem Video stelle ich euch das Lego Pirate Set vor. Artikel Nummer 6240. Dann die Rückseite, das ganze Zubehör, der Kraken, der damit dabei ist. Und ja. Fangen wir erstmal an mit den Figuren. Hier hätten wir erstmal den ersten Piraten. Der hat hier so ein Gewehr. Also ganz normales Gewehr. Nichts Besonderes. Dann hier nochmal sein Fernglas. So goldenes Fernglas. Auch nicht so viel daran gemacht. Dann sein Kopftuch. Blau. Scheiße. Blaues Kopftuch. Und die Figur halt, von der Vorderseite, die Rückseite ist sehr gut detailliert. Hier nochmal sein Tattoo, also sein Anker-Tattoo und dann der Goldzahn, der hier ist. Tja, die zweite Figur, oder der zweite Pirat, der hat hier so einen dreieckigen Hut. Ein Schwert oder Degen. Der Hut nochmal. Ja, der hat hier auch so ein kleines Loch, damit man da so eine Feder oder so reintun kann. Ich habe aber keine Feder vorbereitet, sondern nur diese eine Flamme, also so halt zum Hinstecken. Und die Figur nochmal. Sieht so aus wie, also ähnelt wirklich sehr der anderen Figur vom letzten Video. War Jagd nach der Schatzkarte. Also auch von Lego Pirates. Die Figur sieht so aus. Also von Jagd nach der Schatzkarte. Außer dass die Hosenfarbe anders ist und das Kopftuch hat sich an der Figur nichts geändert. Dann hier nochmal der Schatz. So eine kleine Kiste mit zwei Kristallen drin. Eine blau, eine rot. So ganz normale Lego-Kristalle, nichts Besonderes. Dann, es kommen zwei Tiere mit raus. Also einmal der Papagei. Ganz normal, rot-grün. Ja, nichts geändert. Dann hier der Kraken. Mit seinen 8 Tentakeln und ja. Dann zum Floß. Der hat hier so ein Gestell für einen Papagei. Dann hier dieses Ruder, das kann man so hin und her bewegen und auch so umdrehen und dann so rudern. Kann ich euch nochmal vom Nahen zeigen. So rudern und dann auch nochmal so drehen. Dann das Floß an sich ist eigentlich sehr gut gelungen. Also ist wirklich zum Weiterempfehlen. Und ich meine, für 10 Euro ist das auch ein fairer Preis. Hier nochmal die Ausgucksplattform oder so, da wo der Pirat mit dem Gewehr steht. Hier kann man das Gewehr auch nochmal ran. Das Gewehr nochmal ranstecken. So. Hier und dann einfach so ranstecken. Dann nochmal diese Treppe. Und das Floß halt. Hier diese Balken. Sieht sehr gut aus. Wirklich nach dem Floß. Hier nochmal von unten. Dann das Floß nochmal. Also
Scheiße. Hier nochmal, das aufgebaut ist. Diese zwei Stäbe, die man dann so hier aneinander tun kann. Und dann nochmal das hier das auf. Also so ist das halt aufgebaut. Die alle hier sind einzeln dran gemacht. Und ja, das war's auch schon. Hier nochmal die Bauanleitung. Mal kurz. Also hier nochmal die Bauanleitung. Da kam auch nochmal so ein kleines Comic. Also hier hinten. Entschuldigung. Und ja, das war's. Dann bewerten, kommentieren und auch bitte abonnieren. Tschüss.